Der erste Praxistag gestern hat mit einem relativ ausführlichen Guten Morgen begonnen. Ein kurzes von unserer Hausherrin, der Frau Margarete Kretz-Zwitkowitz, die uns willkommen geheißen hat, hier als Präsidentin des österreichischen Gewerbevereins. Dr. Hannes Androsch hat uns in einer kleinen Zeitreise von der Eiszeit bis zu den Praxistagen geführt. Das Ganze war etwas durchdrungen vom Klingeln der Telefone. Wir haben dann erst nachher darum gebeten, die Telefone nach dem Verlassen des Saals wieder aufzudrehen. Schließlich kam er zur Conclusio, dass wir eigentlich mit Innovationen erst am Anfang stehen und noch nicht ganz sicher sind, ob wir hier den Zauberlehrling in der Hand haben oder ob wir noch nicht wissen können, wer wir sind und was wir werden, mit einem Zitat aus Hamlet, der Ophelia. Auf jeden Fall, sein Tipp für die beiden Tage war, sei innovationsbereit. Hans-Jörg Schelling hat überraschenderweise, trotzdem er vom anderen politischen Lager kam, Hannes Androsch gelobt für sein Bildungsvolksbegehren und er hatte das Anliegen, die Old Economy wieder ins rechte Licht zu rücken, als Basis für die Neue. Denn es kann nur eine Neue geben, wenn es auch eine Alte gibt, die auf soliden Beinen steht, auf der die Neue aufsetzen kann. Er hat auch davon erzählt, dass er 2 Tage handyfrei gemacht hat, unfreiwillig. Und eigentlich in diesen 2 Tagen, ich weiß nicht, ob es rausgeschnitten wird, aber darum sagen wir es vielleicht ein bisschen anders, er hat in diesen 2 Tagen keine Flatulenz versäumt. Keine elektronische, zumindest auf seinem Smartphone. Vielleicht versuchen Sie es auch, vielleicht genießen Sie diese handyfreie Zeit. Die Apps, die wir entwickeln sollen, war seine Aufforderung. Die Innovatoren sollen aus dem österreichischen Lande kommen und es reicht frei nach der Metapher der beiden Freunde in der Wüste, als der Löwe kommt und der eine zieht sich Laufschuhe an, während der andere zu laufen beginnt. Der mit den Laufschuhen sagt, ich muss nicht schneller sein als der Löwe, ich muss nur ein bisschen schneller sein als du. Also seien Sie 5% schneller als der Mitbewerb. Dann ging der Praxistag weiter. Auch Dr. Werner Kraus, Präsident des FÖWA, hat uns erzählt, dass er neben seinem iPhone auch noch Papier liebt. Christian Jirik, danke für die Organisation der Veranstaltung und für die Spielregeln. Danke Ihnen dafür, dass Sie sich an die Spielregeln gehalten haben. Werner Vlaschek von Oki Systems hat uns erzählt, warum Printmanagement am Beispiel von Donauweil, wo man sich 21.700 Euro in 5 Jahren spart, bei 36.500 Druckseiten im Monat. Nicht alle dieser 36.500 werden für den papierliebenden Dr. Werner Kraus gedruckt, hoffe ich zumindest. Sonst müsste er wahrscheinlich seinen Büro vergrößern. Ja, und dann kam noch ein Keynote. Man sieht, wenn man es schnell tippt, sind es mit 2 E. Herr Werner Höss vom BMFIT hat uns erzählt, was macht das BMFIT, indem es das Rückgrat für die österreichische Breitbandindustrie schafft. Was ist notwendig, um Innovation in Österreich zu haben? Aber die eigentlichen Herausforderungen liegen nicht im Breitband, sondern liegen eher am Desktop in den Herausforderungen. Wer da war, erinnert sich. Mit einem PowerPoint kann man halt keine PDFs öffnen und wenn man ein PDF geschickt hat und kein PowerPoint, dann sieht man nichts an der Wand. Ja, Herr Magister Hochstöger, ich glaube, er ist noch da. Ja, da hinten winkt er, trotz der geblendeten Lampen erkenne ich es noch. Blendenden Lampen, hat uns von Value Tuning erzählt, hat den Moderator leicht geschockt, indem er mit einer schwarzen Folie begonnen hat. Ganz gemein, aber alles wurde gut. Wir haben gehört, wie wir Risiko für Unternehmen einschätzen und er hat sich auch geoutet als Stimme für die Kleinen und wir haben gesagt, er wird bei der nächsten Studie auch den Heini Staudinger mit einbeziehen mit seinen Firmenphilosophien. Kurz vor Mittag hat uns dann Herr Dr. Bernd Schwarzer von Raiffeisen erzählt, wie sich eine Bauerngenossenschaft, die von der Felderbewirtschaftung begonnen hat, heute als IT-Unternehmen sich in die Analyse von Handlungsfeldern begibt, damit wir in der IT entsprechende Felder bestellen können. Roland Führer vom KSV 1870 und Roman Oberli von Axon haben für mich eine sehr beeindruckende Vorführung gemacht, wie man also wirklich Daten, die 100 und mehr Jahre alt sind,
in beeindruckender Form heute visualisieren kann. Netzwerke lange vor der Zeit von Facebook, wie sie aktenkundig sind und wie man sich dann reinbohren kann, wer war denn wo Aktionär, Prokurist, Geschäftsführer oder sonst was. Für all jene, die gestern nicht da waren, vielleicht ist Axon noch hier im Haus, eine sehr spannende Sache, finde ich hochinteressant. Kommt aber erst Beginn Mai auf die Unternehmen zu. Dann gab es nach der Verdauungspause oder zur Verdauungspause Herrn Dr. Pacher von Imtech, Bring Your Own Device oder Corporate Owned Private Enabled Device, zwei wunderbare Schlagworte, damit die Apps, muss ja auch sein bei einem Praxistag, nicht zum Albtraum werden, also wie man sich davor sichert, was wo drauf installiert ist und die Daten keine Füße oder Beine kriegen, wie wir das in den Sandkasten hineintun und dann vielleicht in schöne Wraps von Mac einwickeln und die Apps sich dann self-defenden können. Josef Weisinger von Soroban und Ingenieur Roland Ledinger haben uns vom One-Stop-Register für den Bürger die Vision des No-Stop-Shoppings gebracht, die schöne Registerwelt für den Bürger, da der Bürger hoffentlich nicht mehr als Datenträger für den Staat fungiert, um seine Anträge vom einem Amt zum nächsten zu schleppen. Bleibe uns unsere Regierungsform erhalten, mögen wir nie eine Diktatur haben, die diese Dateninformation anders auswertet. Anton Bruckner hat nicht eine Symphonie aufgeführt, gemeinsam mit Gerhard Eder, sondern hat uns erzählt, wie sie bei der ÖBB den Unterschriftenlauf beschleunigt haben und die Coffee Queue, die er glaubte, dass sie eine war, die entfernt hat, diese Coffee Queue war eine Printer Queue, nämlich eine menschliche Printer Queue. Interessant, ein Aktenlauf innerhalb von Wien von 3 Wochen wurde auf wenige Stunden und Minuten reduziert. Dann gab es noch weiter Fachliches. Herr Klicks hat uns gezeigt, was die Titanic unsinkbar gemacht hat. Ich hoffe, dass die Schiffe in der IT eine Pitbull Foundation von General Dynamics haben. Vielleicht ist General Dynamics auch ein bisschen ein Rüstungshersteller im Cyberwar, wo sich die einen gegen den anderen abgrenzen können. Helmut Rath von ProAlpha hat dann noch die Geschäftsprozessverwaltung und ERP-Integration betont, weg von den Funktionen zu den Prozessen und fleißig wie die Ameisen zu arbeiten. Und Dr. Taus hat zum Abschluss noch erzählt seine Geschichten. Die meisten kennen ja die Seite von der Kreisky-Sicht. Seine Sicht, wie Kreisky-Situation und Taus-Situation war, seine Geschichten zu Frau Thatcher, die gestern verstarb, mit der er auch sprechen durfte. Es war sehr spannend, sehr interessant und er und wir hoffen, dass seine und viele andere Visionen zum Thema des Euros hoffentlich nicht wahr werden, wenn man an die Arbeitslosenraten im Südeuropa denkt. Der zweite Praxistag hat begonnen mit einer CIO-Podiumsdiskussion. Hier waren wir ziemlich voll. Das Interesse war, glaube ich, sehr hoch. Das, glaube ich, kann man so weiterführen, vielleicht auch als Dauereinrichtung. Geschäftsprozessoptimierung ist eines der wichtigen Themen der CIOs. Wir haben gehört, dass sie Innovatoren sind, dass sie sehr unterschiedliche Anwendungen haben, vom Dachpappe produzieren eines Pharmazieunternehmens, Quizda, bis hin zu Pflegeanwendungen bei der Caritas. Die Kostenreduzierung war eine Frage, woher kommt das Geld? Auf der einen Seite bei Intersport dem Mooreschen Gesetz gedankt, die Verdoppelung der Rechnerleistung bei Halbierung des Preises macht freie Hardware-Budgets dafür verfügbar, dass man dafür Consulting und Geschäftsprozesse verbessert. Aber es ist auch Hirnschmalz notwendig und es wird natürlich auch in diesem Bereich geklaut und Diplomatie angewendet. Die anderen Cs, also die nicht CIOs, die CFOs und die COOs und die CEOs, die kommen jetzt mittlerweile mit den Publikationen von Format und anderen Zeitungen daher auf die CIOs und sagen, ich habe da was gelesen, könnten Sie das bitte bei mir nicht auch im Unternehmen umsetzen? Also hier sieht man, wie sehr sich die EDV, die gute alte EDV, die heute Information Technology heißt, aus dem Dunstkreis der Bit und Bytes hinaus bewegt in die wirkliche Businesswelt. Ja, und die Schlussfrage bei denen war, wozu das Ganze eigentlich?
Der erste Vortrag hat begonnen von Frau Dr. Irene Fialka von INITS, Gründerzentren für Akademiker. Ganz spannendes Thema aus meiner Sicht hier, wie die Akademiker zu Unternehmen kommen, wie aber auch Unternehmen dann wieder rückfinanzieren, ein Modell, das man vielleicht ein bisschen mehr vor den Vorhang bringen sollte, dass auch wir als Staat in die Studenten etwas investieren und von denen, die dann ein Unternehmen gründen, wieder was zurückkommt, um vielleicht hier ein bisschen das Bashing auf unser System ein bisschen zu reduzieren. Also gute Ideen auf gutem Boden gedüngt. Dann gibt es Frühling, hoffentlich so wie da draußen. Ich glaube, hinter den Jalousien versteckt er sich mittlerweile. Dann gibt es Frühling das ganze Jahr über. Dann waren wir um Häuser voraus mit EPCON und dem Wiener Wohnen. Die Waschküche, die ohne irgendwelche Hausmeister-Zores funktioniert, wo es keine Schlüsselerlebnisse gibt. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ich bei Wiener Wohnen nach 22 Uhr anläute, wo gebe ich die 5 Euro Schlüsselgeld dann ab, die früher der Hausmeister verlangt hat, wenn ich des Nachtens nach Hause gekommen bin. Kurt Wesp von SNP hat ein sehr technisches Thema angegriffen, etwas, das sehr weit im Hintergrund war, weniger an der Oberfläche. Wie migriert man sehr große Projekte auf andere? Dann kamen wir schon in die Zielgerade. Wir sind bei SHS Vivion AG, Herrn Walter Hiller unter falschem Namen sozusagen, der uns erzählt hat, auf welche Handlungsbereiche wir schauen sollen, damit nichts verloren geht. Also Kreditmanagement, Risikomanagement, Frühwarnsysteme, auch dafür, dass Kunden nicht abwandern. Dagegen hat Herr Günther Spietersberger gemeint, jeden Tag ein neuer Kunde. Wenn der eine, der vorige Redner, dafür sorgt, dass die Kunden nicht abwandern und der nächste dafür sorgt, dass er neue Kunden gewinnt, haben die beiden Redner irgendwo einen Interessenskonflikt. Also ich hoffe, die zwei kommen nicht auf den gleichen Kunden, weil der eine will ihn halten und der andere will ihn ihm abziehen. Auf jeden Fall sind sie Profis in jeder Phase. Wir haben gelernt, auch ich für mich, da habe ich aufgepasst, nicht nur mitgetippt, dass es unterschiedliche Typen von Verkäufer gibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich der Farmer oder der Hunter bin, kommt auf die Situation an. Wir haben gehört von Exhumierungen am Datenfriedhof und Wiederbelebungen bis hin zu Live-Kunden. Wir sind auf den Picasso-Hund gekommen und Frau Dr. Margit Kaluzer von Herold hat uns 80% der österreichischen Dancing-Stars suchen online klavierspielende Schneider mit Flieger, wasserfesten Pflastern und Friseur. Und das tun sie auf attraktiven, optimierten Websites und 70% Verkehrssteigerung, wenn das die Stadtregierung hört, aber neben der Straße.